Oh, ich habe gerade festgestellt, mein Mikro war nicht an. Ich habe euch schon begrüßt, aber mein Mikro war nicht mal an. Ja, also nochmal von vorne. Einen schönen Samstagmittag zusammen. Heute gibt es mal keinen Stream, sondern ich will einfach nur mal ganz kurz hier mit meinen Twink. Mit meinem Main Post von Male. Ja, wunderbar. Das machen wir aber am Montag miteinander. Male hat mir nämlich ein paar Pets geschenkt. Das machen wir aber am Montag. Ich möchte heute einfach nur mal ganz kurz mit meinem Twink schnell reingehen und einfach mal schnell Gold einsammeln und das Auktionshaus wieder auffüllen, ja? Und deswegen mache ich das mal ganz, ganz schnell jetzt, ohne Stream, lohnt sich nicht, dauert nicht lang, halbe Stunde maximal, sollte das dauern. Und auch ohne Kamera heute, ihr dürft heute einfach nur mal meine wundervolle Stimme genießen, die euch hoffentlich anspricht. Wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Ja, meine Stimme und ein Bildchen von mir heute, das machen wir aber mal ein kleines bisschen kleiner, damit ihr auch ein bisschen was seht. Ihr wisst ja sowieso, wie ich aussehe. So, ich stehe hier noch in Beutebucht rum. Da habe ich nämlich neulich kräftig eingekauft. Ja. Einmal diese ganzen Vögel hier, das ist einmal Papagei, Nymphensittich und in Senegal. Und auch ganz viele Rezepte eingekauft. Und hier gibt es auch ein paar seltene Rezepte. Das haben wir am Donnerstag miteinander gemacht. Und ich gucke jetzt einfach mal kurz hier, ob die seltenen wieder aufgefüllt sind. Die seltenen Rezepte. Und dann gehe ich mal schnell da reinschauen. Da ist jetzt wahrscheinlich alles. Ah ja. Hier laufen jetzt die letzten gerade ab, noch 3 Minuten, also habe ich mich wunderbar pünktlich sozusagen eingeloggt, dass alles abläuft. Und das mache ich dann aber schnell in OK, da gehe ich dann wieder zurück und fülle einfach alles mal auf, was abgelaufen ist. Und jetzt gehe ich bloß einmal schnell schauen, ob diese seltenen Rezepte wieder da sind. Leider weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wer alles da was hatte, ja. Deswegen muss ich noch mal alles ganz kurz durchgucken und ich mache einmal noch meinen Spielsound leiser, der ist ein kleines bisschen laut, finde ich. Das braucht man gar nicht so laut, weil es gibt hier nichts Großartiges zu hören. So, da war ich schon. Hier hinten gibt es auf jeden Fall ja diese ganzen Kochrezepte, die hier. Da habe ich ja neulich schon gut eingekauft und geshoppt. Hier gibt es die Papageien und der hat eben auch dieses schwarze Schwadronneurshemd, ist aber gerade nicht da. Also wie ich euch letztes Mal schon erzählt habe, der hat immer nur eins und wenn man Glück hat, dann kommt man gerade rechtzeitig, dass eins da ist und wenn schon alles abgegriffen ist, dann sieht man eben da auch nichts, ja, dass der überhaupt ein sowas hatte und dann muss man einfach ein bisschen warten, bis es wieder aufgefüllt ist. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Vielleicht eine Stunde, keine Ahnung. Ja. Okay, also das habe ich alles schon eingekauft neulich. Ja. Hier. Das lassen wir jetzt mal so, sonst sind meine Taschen gleich voll. Und jetzt gehen wir einfach mal ganz schnell noch nach den anderen Rezepten schauen, ob wieder was frisch aufgefüllt wurde. Ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt schon alle habe oder ob ich da noch welche übersehen habe, weil ich wusste das ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, ja. Und ja, kann natürlich sein, da jetzt dieses eine Rezept schon, da ist übrigens jetzt das Schiff, das nach Dings fährt hier. Wo fährt es ins Brachland, glaube ich? Genau, hier nach Radschnitt, ja. Also man kann hier mit dem Schiff herfahren vom Brachland, von Radschnitt aus, oder man kann dann hier mit dem Zeppelin von OG eben hier hinkommen. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. So, jetzt sieht man hier unten, Auktionen sind alle abgelaufen jetzt. Ja, das heißt, ich bin wirklich perfekt in time, dass ich jetzt gleich wieder einstellen kann. Bisschen zu spät sogar, aber passt schon. Jetzt schaue ich einmal ganz kurz hier durch, ob jetzt hier irgendwer noch irgendwas hat.
wenn ich schon da bin. Ich glaube aber halt, nee, die haben jetzt wahrscheinlich alle nichts. Da war gerade vor mir jemand da und hat hier alles aufgekauft, ja. Und das sind alles Rezepte, die gibt es halt eben nur einmal und dann hast du halt Pech sozusagen. Also schaut nicht gut aus gerade. Jetzt schaue ich nochmal bei einem und wenn da auch nichts ist, dann ja, dann wird jetzt wohl gerade alles leer gekauft sein. Dann können wir einfach schnell nach OG gehen und alles wieder... Ah nee, hier ist sogar noch was, ja. Ah ja, da hat sie mal was vergessen vielleicht. Vergessen oder derjenige hat halt nur für sich eingekauft, das kann auch sein. Und nur das, was er selber braucht und nicht zum Verkaufen, so wie ich. Ist ja nicht jeder so ein Sammler und Jäger und Trader, wie ich es bin. Ja, hier haben wir noch Schneiderzeugs. Da ist auch das wieder drin und das hier, das ist doch wunderbar. Und unten war auf jeden Fall irgendwo noch für Archies was. War ich da schon drin? Na, da ist eh keiner. Hier war ich aber doch gerade schon, oder? Ah ja, da haben wir noch das da. Das können wir auch noch schnell kaufen. Ach, hier ist ja auch noch was, ja. Dann nehmen wir mal zwei. Und ach, das habe ich... Ach so, hier gibt es diese ganzen Dinger zum Besticken. Jetzt habe ich aber gar nicht mehr so viel Platz hier. Weil ich... Aber das gibt aber auch nicht so arg viel manches, ja, für 9 Gold. Naja, ich kaufe jetzt da einfach mal... Von jedem eins, was habe ich jetzt alles? Handschuhe. Und dann schauen wir einfach mal, ob das sinnvoll ist oder nicht. Einfach mal ausprobieren, ne? Habe ich jetzt hoffentlich alle gekauft. So, und diesen Naturschutztrank hätte ich gerne noch. Das könnte eventuell da drin sein. Nee, das ist nur der Lehrer. Und da oben vielleicht hier. Vielleicht war es da. Gut, kann sein, aber der hat jetzt gerade nichts, ja? Nee? Gibt's nichts hier. Nichts zu holen, dann gehen wir wieder. Ja, das dürfte es jetzt auch so einigermaßen gewesen sein hier. Schauen, ob man da noch irgendwas kaufen kann. In den Gasthäusern gibt es auch oft mal so ja, ein paar Rezepte halt, ja. Oder irgendwelches anderes Zeug. Gucken wir einmal kurz. Nee, das sind hier nur diese schwarzen. Ach so, bei denen kann ich, glaube ich, gar nichts kaufen mit dem Char, weil ich glaube, das ist erstmal Ruffarmen hier. Kann sein, weiß ich nicht. Müsste man sonst mit dem Manager noch mal gucken. Der hat schon überall die ganzen Luftdinger. Ja, da ist noch der Angellehrer. Der hat aber auch nichts Interessantes. Ah, da unten steht einer. Hast du mir die ganzen Sachen weggekauft jetzt hier? Ach, da unten ist gleich die Bank. Das wusste ich gar nicht mehr, dass hier eine Bank ist und ein Auktionshaus. Habe ich voll vergessen, ja, in der ganzen Zeit. Hier ist ein Briefkasten. Ach, schaut mal, wie cool. Das ist mal richtig cool. Heute schaut es echt richtig schön aus hier. Schön viel verkauft, ja, die ganzen Rezepte haben sich schon alle schön verkauft. Das freut mich doch sehr. Okay, dieses Bestickungsding wollte jetzt keiner haben, ja. Nun gut, ach schade, hier schwarzes Chartreuse-Hemd wollte auch niemand. Ja, da hat man jetzt wieder ordentlich zu tun, mit den ganzen Sachen wieder fresh reinzustellen. Ah, hier wurde wieder, ach, Papier-Zeppelin-Set wurde endlich mal verkauft, ja, nach 100 Mal einstellen. Unglaublich, echt. Also das ziehe ich echt schon mega, mega lang mit mir rum. Ja, Gott sei Dank ist das Ding endlich weg. Ja, Naturschutztrank.
Das war dieses Rezept, was es hier in Beutelbucht beim Alchi gibt. Das ist nur das Kleine. Es gibt auch noch einen großen Naturschutztrank. Hat sich auch gut verkauft. Papageienkäfig. Hier Kochrezepte verkauft. Ah, schön. Hier schaut mal, grüne Winterkleidung. Habe ich ja neulich mit meinem Mann hergestellt, ne, Schneidern. Wo ich gesagt habe, jetzt gucke ich einfach mal, ob sich das Zeug verkauft. Also ja, funktioniert und die Herstellung ist auch nicht so teuer. Das kostet, glaube ich, wenn man sich die Materialien alle im Auktionshaus zusammenkauft, 4 Gold etwas. Also das lohnt sich hier wirklich, ja, das herzustellen mit dem Schneider und das dann einzustellen. Ach, diese Blumen haben sich jetzt auch mal verkauft für 9 Gold nur. Aber nun gut. Kostet auch nicht so viel in der Herstellung. Aber da wir jetzt eh schon hier eine Gildenbank haben, können wir ja eigentlich gleich mal hier ein bisschen was noch reintun. Und dann könnte ich ja noch mal ein klein wenig hier irgendwas noch schnell shoppen. Ein paar von diesen Kochrezepten, vielleicht die hier, die es da vorne gibt, wo wir gerade am Anfang waren, wo auch der Typ mit den Papageien ist. Weil da habe ich, glaube ich, neulich jeweils nur zwei gekauft oder so. Das könnte man eigentlich hier auch mal alles da reinschmeißen. Halt, nee, das wollte ich nicht da rein tun. Jetzt ist es doch drin. Da. Was ist das jetzt eigentlich? Ach so, nee, das kann dann doch da rein. Ja, ich will bloß hier nicht durcheinander kommen, ne? Mit diesen ganzen Rezepten und so und alles schaut gleich aus. Sonst finde ich dann nämlich überhaupt nichts mehr. Ah ja, mein Handy mache ich mal kurz noch aus. Es klingelt sonst die ganze Zeit. So, dann kommen mal. Hier haben wir noch diese anderen. Ja, es ist ziemlich voll jetzt schon, ja. Da ist diese grüne Winterkleidung. Ne? Also habe ich mir Main hergestellt, Schneider. Da habe ich jetzt noch 3 Stück. Die kann ich dann gleich noch einstellen. Mal schauen, vielleicht mache ich das auch gleich hier am Auktionshaus. Soweit ich weiß, so das noch. Okay, hier passt auch noch irgendwas rein, aber das sind jetzt eh schon lauter Rezepte. Wenn man denn irgend, ach, da ist noch Platz. Gut, dann kommen jetzt hier rein Rotkehlchenfilet. Ja, dann gebe ich mal hier diese ganzen einzelnen Kochrezepte noch rein. Na, komm. So. Und jetzt, hier passt noch was rein, aber da komme ich dann durcheinander. Da muss ich einmal ganz kurz das hier ein bisschen umsortieren, damit es hier sozusagen als Wand fungiert, ja, zwischen den Rezepten und den anderen. Gott, ich finde hier nie wieder was, ja. Das kann ich euch gleich schon sagen. Das ist hier alles ein riesengroßes Chaos jetzt wieder. Aber kein Problem, das werde ich schon noch sortieren. Nee, das tun wir jetzt nicht da rein. Ja, ist voll jetzt, ne? Passt nichts mehr rein da. Dann gebe ich mal ein klein wenig was noch in die Bank hinein. Früher, bevor ich das mit den Gilden so gemacht hatte, da habe ich nämlich auch immer mir die Sachen hin und her geschickt, die ganze Zeit, ja. Weil ich hatte keinen Platz mehr, nirgends, keiner hatte mir irgendwo irgendeinen Platz. Und da habe ich mir einfach dann das Zeug immer hin und her geschickt. Und da war es halt einfach permanent im Briefkasten drin. Gut, da kann ich jetzt aber auch nicht wirklich was reintun, weil sonst blicke ich da halt überhaupt nicht mehr durch. Ne, das lassen wir jetzt. Es ist alles voll, das heißt, ich muss mehr verkaufen, damit wieder Platz ist. Und vielleicht nicht ganz so viel auf Vorrat einkaufen, ja. Weil es wird einfach zu viel dann. Gut, dann nehme ich jetzt hier mal noch ein paar Kochrezepte und dann stelle ich einfach gleich wieder ein. Also, nehmen wir einfach mal alles einmal jetzt schnell, wobei ich habe hier jetzt halt auch schon welche drin. Egal. So. Und das werde ich jetzt gleich mal wieder einstellen. Also im Moment haben wir hier Verlust 8 Gold. Ja, das ist so schön, dass das immer mitzählt.
Und dann tun wir das doch gleich immer rein, damit wieder aufgefüllt ist. Also, fangen wir an. Okay, das ist schön teuer hier, ja. Das bin ich den nicht, ne? Warum? Warum ist jetzt hier die Sortierung anders? 296, ja, das finde ich doch wunderbar. Also da gehen wir auf jeden Fall mit. Machen wir das gleich mal so. Das kann eh nur so da sein als Rezept und nicht anders. So. Ja, wunderbar. Das freut mich doch, dass sich das Zeug hier so schön verkauft. Das ist ja noch teurer. Ich tue halt immer nur eins rein und fülle dann einfach lieber wieder auf. Okay, also hier, der Preis ist mal richtig mies. Den können wir jetzt aber ein bisschen hochschrauben, weil ja da keins drin ist, ne? So. Okay, dann haben wir hier das da. Oh, wow, das ist aber mal richtig teuer hier. Da schaue ich aber mal, wo ist denn das? Ne, wir machen erstmal diese Kochrezepte. So, dann machen wir mal das. 19 Gold, das ist jetzt nicht der Hit, gell? Aber es war nicht so teuer im Einkauf, also von mir aus, dann tun wir es halt für 19 Gold rein. Das ist noch billiger. Leute, ihr müsst das echt ein bisschen schon auf die Preise achten, dass sie nicht kaputt gehen. Sonst macht es ja keinen Spaß mehr. So. Okay, jetzt kommt dieses Zeugs hier, also das habe ich jetzt alles, ne? Ah ne, das habe ich noch vergessen anscheinend. Naja, dann das noch. So, jetzt kommen diese Muster hier, 6.999, das ist echt krass. Welches waren das jetzt? Okay, hier sind noch die Kochrezepte. Schauen wir mal schnell darüber. So, also 13.580. Das ist ja ein krasser Preis, ja. Okay. Also wenn das sich wirklich zu dem Preis hier verkauft, dann ist es echt cool. Na gut, also 6.999 von mir aus, ja. Schauen wir mal, ob das jemand kauft. 13.000, also das ist echt krass. Ach, das war ja schon die ganze Zeit ziemlich teuer. Das ist ja echt der Wahnsinn. Na gut, gucken wir mal, ob das tatsächlich jemand so kauft. Und jetzt schauen wir mal nach diesen Bestickungsdingern. So, da ist jetzt halt aber die Frage, sind da auch schon fertige Items drin? Gibt es das da überhaupt? Oder muss man da irgendwas jetzt, ist das die Vorlage nur oder ist das schon das Hergestellte dann eventuell auch drin oder kann man das gar nicht handeln? Ich weiß das nicht. Also der Preis ist ja auf jeden Fall nicht so toll, ja. Weiß jetzt auch nicht mehr, für wie viel ich es eingekauft habe. Ach, hier steht es ja, vom Händler gekauft für 51 Silber. Ja, nur gut, dann geht's schon, ne. Rotbraune Handschuhe, das war das. Dann haben wir die bestickten Handschuhe. Ja, der Preis ist natürlich mies. Vom Händler gekauft für 1,40. Also das kannst du vergessen. Da treibe ich mal den Preis wegen nach oben und schauen wir mal, ob es funktioniert. Genauso wie das hier, viel zu billig da. Ja, nee, also da müssen wir ein bisschen die Preise hochtreiben. Das geht ja gar nicht, ja. So günstig. Also jetzt fangen wir mal hiermit an. 3 Gold, kannst du vergessen, ehrlich. Da machen wir jetzt einfach mal 99 draus. Und schauen mal, ob es funktioniert. Der Preis hier ist ja okay. Aktuelle Preise. Nein, jetzt habe ich es eingestellt. Ach, wieder zu schnell geklickt, ja. Auch dieser Preis finde ich nicht okay. Wir unterbieten mal das da. So, dann haben wir hier noch diese Hosen.
Ding. Naja. Geht noch, gehe ich mal mit. Kann man ja jederzeit wieder neu kaufen, weil da gibt es ja auch nicht nur eins, ne? Das ist ja das Gute hier dran, dass es da schon einfach unbegrenzt man einkaufen kann. Wobei andererseits es auch schlecht ist, weil da natürlich die Preise niedrig sind. Für die, die immer nur einmal verfügbar sind, das sind natürlich bessere Preise. Ja, also für mich besser. So, und auch hier werden wir einfach mal versuchen, diesen Preis hochzutreiben. So, gut, dann gehe ich nochmal rüber und werde jetzt erstmal mein Postfach ausleeren und schauen, wie viel Geld hier drin ist. Ja? Also im Moment haben wir hier einen Verlust von den ganzen Einkaufen und Einstellungsgebühren. Und jetzt machen wir einfach mal alles auf und sammeln die Kohle ein. Und ja, und alles, was abgelaufen ist, und dann stelle ich alles wieder neu ein. Und das ist alles, was ich heute mache, ja? Und live sehen wir uns wieder am Montag dann, um 39 ungefähr wahrscheinlich. So, das war's schon, alles eingesammelt. Wie viel haben wir denn jetzt? 2100 Gold. Naja, ist okay, sage ich mal. Da geht schon noch ein bisschen mehr. Aber für den Anfang jetzt zum Wiedereinstieg ist es okay. So, ja, dann kommt das Zeug jetzt gleich alles mal wieder rein. Also, was haben wir jetzt hier alles? Das habe ich, glaube ich, gerade schon eingestellt, oder? Lass mal schnell schauen. Oh nee, dieses Ding, das regt mich auch voll auf hier, weil ich das schon so lange mit mir herumziehe einfach. Da müssen wir aber mal schauen, ob da noch verschiedene drin sind. Welches waren das jetzt wieder? Das da. Kriegsbalk, Fußpolster. Ja, das ist dann das. Was denn dann? Zeig. Ja, da sind jetzt halt die blauen drin. Für 3,99. Dann gehen wir einfach mal. Ja, ich will es loswerden. Ich will es einfach loswerden, ja. Ich will es einfach loswerden. Und wenn ich jetzt zu arg unterbiete, mache ich halt auch die Preise komplett kaputt. Will ich auch nicht. Vor allem, ich habe noch mehr von denen Dinger. Gut, tun wir es einfach mal rein. Nein, da ist eine 9 zu viel. So. So, das wäre jetzt mal richtig übertrieben. Dann haben wir das Ding. Wo ist denn das? Das ist das da, gell? Na, jetzt kann ich es nicht nehmen. Schauen wir mal, was da so drin ist. Hier haben wir auch ein blaues. Naja, und wenn es halt nur Transmog ist, ist es halt egal, welche Farbe das hat. Ja. So, 2,4. Rein damit. Diese bescheuerten Armschienen da. Triumphale Armschienen heißen die. So. Naja, da haben wir auch dieses eine da. Dann gehen wir da halt mal ein bisschen runter. Ich möchte es echt loswerden. Bitte kauft es einfach irgendwer. Ja. Ich will es einfach nur loswerden. Es nervt mich, das rumzutragen, dieses Zeug. So, dann haben wir hier elegantes Kleid. Für 61.000 ist jetzt auch schon zum 100.000. Mal drin, zu diesen utopischen Preisen. Und niemand will es haben und jedes Mal läuft es wieder ab. Ja. Aber gut, es ist schon selten, also da gehe ich jetzt trotzdem mit, weil ich möchte hier auch nicht die Preise kaputt machen. So, eine Blume ist noch übrig. Nein, das ist zu wenig, sorry, echt. Das kann man nicht machen, so. Für 3 Gold verkaufe ich das nicht. Ja, genau, für 282. Aber das habe ich auch erst versucht, die Preise mal so ein bisschen raufzutreiben. Ich sehe die jetzt gerade nicht in mein Inventar. Wo ist denn das Ding? Hallo, Rose, wo bist du? Ich finde es nett. Ah, da ist es. Grau war gerade hier drin, genau. Dann tun wir das mal darüber. So, dann haben wir diese bescheuerten Armschienen. Welche waren das jetzt wieder? Trapper-Armschienen. Hier da.
Nichts drin. Gut, dann weg damit. Für 2,99. Da machen wir es einfach noch ein bisschen günstiger, damit es eine Chance hat, gekauft zu werden. Und tschüss. Und dann haben wir hier diese Grauschlundarmschienen noch. Das sind jetzt hier die da. Auch nichts drin. Dann weg damit. Für auch ein bisschen günstiger. So, dann diese debatten Stiefel hier. Aurora Dingsbums. Das sind die da. Da sind nämlich welche drin, ja. In einer anderen Gegenstandsstufe. Deswegen sehe ich es da nicht, aber da schon. So. Was war jetzt der Preis wieder? 2,449. Ja, die Gegenstandsstufe ist halt hier geringer, aber wie gesagt, wenn Transmog-Zeug, dann Gegenstandsstufe wurscht. So, dann haben wir einmal diese Feuersturm-Geschichte. Wo ist die jetzt wieder? Hallo, hallo? Ja. Nichts drin. Gut, dann fort mit dem Ding. So, jetzt haben wir hier bestickter Hut. Den habe ich aber schon mal eingestellt gehabt, genau. Und da haben mich halt welche unterboten, kein Problem. Dann machen wir da halt auch nochmal mit und setzen es nochmal rein. Und nochmal Transmog-Zeug. Schuhe jetzt. Die sind hier. Nichts drin, wunderbar, dann fort damit. Und wir machen es aber mal ein bisschen günstiger, damit es bitte weggeht. Und eine schwarze Smokinghose, die darf sich jetzt doch auch mal verkaufen. 62.000. Also hier habe ich schon mal zweimal eingestellt, hat sich nicht verkauft. Ja, da gehen wir jetzt auch einfach mal mit dem Preis mit. Und die darf sich jetzt mal verkaufen. Frag mich gerade echt, ob es einen Unterschied macht, wenn man unter den Geburtspreis drunter geht. Wobei, nee, ich will es noch nicht so günstig hergeben. Jetzt machen wir es erstmal so. Ja, dieses bescheuerte Ding wieder. Diesen blöden Lufferschwamm. Geht auch überhaupt nicht weg, das Ding. 4,99. Ja, naja, da aber gerade keins drin ist, probieren wir es mal mit 9,99 nochmal. Vielleicht will es ja jetzt doch jemand haben. So, dann haben wir das da, schwarzes Schwadronneurshemd. Hat sich auch nicht verkauft, aber das bringen wir auf jeden Fall weg. Da schauen wir jetzt aber mal schnell. Ob das auch so drin ist. Genau, das ist nämlich schon das fertige Hemd. Und das müsste man ja auch dann mit dem Schneider herstellen können und dann traden. Ja, da ist es 537 Gold wert. Und das Rezept, für wie viel? Das tue jetzt mal für 299 rein. Ah ne, 1299 war das denn. Dann tue ich es mal für 999 rein. So. Muss da. Die Fische habe ich alle schon drin, glaube ich. Genau, ist schon drin. Ist drin. Ist auch drin. Auch drin. Da haben wir keins. Ah ja, das ist wieder so ein Muster. Verzauberter Google. Und das müsste dann auch wahrscheinlich hergestellt das Item auch verkaufbar sein. Jetzt machen wir aber erstmal hier das Muster. Bisschen unterbieten und ab. Ein Lebkuchenrezept bleibt zu dem Preis. Naja, wohl. Ach komm, machen wir es mal ein bisschen günstiger. Wollen wir mal nicht so sein. So. Und dann noch das da. Ah ja, ist da eins drin? Ne, da ist auch keins drin. Das machen wir auch mal ganz klein wenig günstiger. Also da haben wir auf jeden Fall richtig schön die Preise hochgetrieben, ja. So. Und dann noch ein Muster hier. Da, ach ja, da habe ich auch schön den Preis hochgetrieben. Und jetzt gehen wir ein bisschen drunter.
So, das ist schon drin. Okay, jetzt haben wir wieder diese ganzen nervigen Pets, die wieder keiner will. Frostwolf-Welpe. Da müssen wir zwar mal schauen, ob da einer drin ist, der schon ausgebildet ist. Wo ist denn jetzt der wieder? Da ist er. Ja, genau. Kampfhorst hier. Schon fertig ausgebildet für 7000. Okay, aber da können wir doch mal dann einfach. Ach so, ja, meiner ist auch schon ist auch im Käfig, aber halt nur Level 1. Dann machen wir es einfach halt ein bisschen günstiger zum selber leveln und tun den nochmal rein. Dann haben wir das Vieh hier. Ja, da müssen wir auch einfach mal unterbieten und hoffen, dass sie endlich mal weggehen, diese Dinger. Es sind alles auch nur Level 1. Das ist sehr interessant. So, einfach mit dem Preis mit. Dann haben wir diese Spinne hier. Okay, die sind auch nur alle Level 1. Das heißt, da können wir dann einfach auch mitgehen. Mit dem Preis. Ah ja. Und das sind halt dann wieder die Pets, wo es ziemlich teuer ist, die einzustellen. Also das ist jetzt nett, aber diese ganzen aus Dalaran, die anderen. So, auch hier gehen wir schön mit. Und jetzt diese Nattern, die aus OG sind. Da müssen wir aber erst schauen, ob da schon hier sind ausgebildete drin für 2,22. Ja. Können wir es nicht so arg teuer machen. So. Und eine braune noch. Die braune ist günstiger. 161, na gut. Dann gehen wir halt da auch mit, ne? Und eine rote. Für 50 Gold. Dann machen wir doch hier mal 49. So, Präriehundepfeife. Niemand will sie haben. Ach, da ist aber ja, da müssen wir jetzt aber auch nochmal schauen, ob da schon ein. Ja, hier sind natürlich welche drin auf Stufe 25 für 333. Dann tun wir es halt für ein bisschen günstiger rein. Und ein Ancona-Huhn für 22 Gold, schon fertig ausgebildet. Ja, der Wahnsinn. Das ist echt voll viel zu billig, finde ich. Naja, meins ist nicht ausgebildet, meins ist fresh from the Händler gekauft. Okay, diese brennende Klinge. Also unglaublich, echt. Wie lang ich dieses Ding schon mit mir rumschleife. Wo ist es jetzt? Da. 66 Gold und 96 Stück verfügbar. Na hurra. Gut, gehen wir einfach mit. Und dann nochmal diesen wilden Schneeball. Also letztens hat er sich gut verkauft, jetzt irgendwie nimmer so. Ja. Das ist gerade hier ein bisschen billig alles. 1,30. Aber es gibt aber ziemlich viele. Naja, da gehe ich trotzdem mal mit, weil ich will den loswerden. Weg damit. Und dieses schöne Haustier, was auch niemand haben möchte. Ja. 1800 für ein fertig ausgebildetes. Dann gehe ich jetzt aber mal da mit dem Preis mit, weil ich möchte es einfach nur loswerden. Einfach nur weg damit. Sack mit spektralen Spinnen immer zu einem richtig krassen Preis drin und niemand will es dann. 19.000, ja alles klar. Von mir aus. Dann kauft es halt für 19.000. Und dann das noch, das ziehe ich auch schon ewig umeinander hier. 199. So, mitgehen. Und den Schneemann, den auch keiner mag. 29 Gold. Ja, und dieses Ding, das ist aber cool. Ja. Da ist jemand auf meinen Preistrain mit aufgesprungen. Weil das Ding ist niemals so viel wert. Damit kann man ja überhaupt nichts machen. Nichts Sinnvolles. Also,
nichts Wichtiges, sagen wir es mal so, ja. Naja, gehen wir halt nochmal mit. Das Einstellen ist jetzt auch nicht so teuer, deswegen kann man das gut machen. Okay, Drachenfolgen, Junge. Wie sieht es denn hiermit aus? Das hat doch auch einen schönen Preis jetzt hier im Moment. So, da haben wir einmal das Goldene und hier fehlt uns ja auch noch das Blaue, was es in Ledersturm noch gibt. Da schon fertig ausgebildet und das direkt fresh vom Händler. Das ist okay mit dem Preis, kommt hier rein. Dann haben wir einmal das Rote, da ist scheinbar gerade keins drin, aber ein ausgebildetes für 2000. Dann tun wir das, aber das ist zu teuer, echt. Das machen wir es mal ein bisschen günstiger, so. Nachdem es ja auch nicht ausgebildet ist und einmal noch das Silberne, okay, da sind zwei Stück drin, die ziemlich teuer verkauft werden. Es gibt schon fertig ausgebildetes für 999, dann gehe ich mal mit diesem Preis mit. So, das wäre jetzt wirklich mal interessant, ob es Leute gibt, die es bevorzugen, diese Pads nicht ausgebildet zu kaufen. Ja, also nicht auf Max-Level, sondern sie wollen wirklich spezifisch, ob es Leute gibt, die spezifisch die Haustiere lieber auf Stufe 1 kaufen und sie selber leveln, das möchten. Das würde mich wirklich interessieren. So, dann haben wir hier, jetzt haben wir diese tollen Pads aus Dalaran, wo das Einstellen ziemlich teuer ist schon, ja. Also 57 zum Einstellen und Kosten auf 50 bzw. 45 Gold beim Händler. Da schauen wir jetzt auch nochmal nach. So, hier gibt es schon fertig ausgebildet für 218. Da würde ich jetzt mal mit dem Preis, was machen wir jetzt? Gehen wir mal auf 4,99. Vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die es präferieren, die selber hochzuleveln. Dann haben wir hier einmal die dreifarbige Katze. Gut, da gibt es jetzt nur das hier, da gibt es kein ausgebildetes. Ist aber auch völlig übertrieben, dieser Preis. Völlig übertrieben, ja. Und dann noch das da. 4,99. Und es gibt ein ausgebildetes für 55. Also das ist wirklich Unsinn hoch 10. Weil das kostet schon 50 Gold oder 45, je nach Ruf. Im Einkauf und das Einstellen kostet für 48 Stunden 7,50. Also selbst wenn ich es nur für 12 Stunden einstelle, das macht überhaupt keinen Sinn. Kann natürlich auch sein, dass man mittlerweile diese Obsidian-Jungtiere auch so einfangen kann im Pet-Battle und nichts dafür zahlen muss unbedingt. Das weiß ich nicht, ja. Also früher konnte man das meines Wissens nach nicht. Wenn man es jetzt kann, dann würde es diesen niedrigen Preis erklären. Aber da gehe ich auf gar keinen Fall mit. Also ein bisschen runtergehenden Preis, okay, auf 3,99. Und das stelle ich jetzt auch mal nur für 24 Stunden ein, weil ist einfach zu teuer. So, dann kommt noch Winterquell, Junges. Das ist nicht aus Dalaran, sondern aus... ja, Winterquell, ist aber trotzdem, kostet es auch 50 im Einkauf und ist auch teuer beim Einstellen. Hier ist schon fertig ausgebildet ist, dann gehen wir mal mit dem Preis mit, 489. Da gehe ich mit diesem Preis mit und gehe ein bisschen drunter. So, ach Mist, das wollte ich auch nur 24 Stunden, egal. So, und dann haben wir noch, noch die Alikatze hier. Die kostet gerade 50. Wie viel kostet sie denn schon ausgebildet? Gibt's keine. Gut. Dann tun wir sie doch mal für 49 rein. Und viel Spaß damit. Und jetzt noch die Papageien. Ein Nymphensittich habe ich noch hier. Da gibt es auch keinen auf ausgebildete Stufe. Das heißt, da können wir einfach ein bisschen mitgehen mit dem Preis. Das ist auch nicht teuer im Einkauf, ja. Und dann haben wir jetzt alles. Das ist drin, 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 drin. Das ist mir ganz billig. Und dann fülle ich jetzt einfach mal wieder neu auf. Mit den anderen Sachen. Jetzt habe ich alle abgelaufenen Sachen einmal wieder reingelegt.
ins Auktionshaus wieder eingestellt und jetzt gehe ich in die Bank und hole Nachschub mit den anderen Sachen, die noch so drin sind. Muss sagen, hier ist es eigentlich noch praktischer als in Dalaran. Ja, weil man kann hier permanent schnell hin und her fliegen, muss nicht abmounten und nichts. Im Gegensatz zu, ich meine nicht in Dalaran, sondern in OG, wo du abmounten musst. Und hier geht es ja noch schneller. Also das ist doch ganz nett eigentlich hier einzustellen in Beutelbucht. Gut, dann schauen wir uns mal das Chaos an. Hier haben wir jetzt ein paar Blumen, da habe ich jetzt gerade echt null Bock auf die. Dann haben wir das ist schon drin. Da habe ich auch null Bock auf dieses blöde Transmog-Zeug oder was auch immer das sein mag. Das lasse ich jetzt mal. Den habe ich gerade reingestellt. Die Drachenfalken habe ich auch schon rein. Nymphensittich habe ich auch rein, ne? Aber Senegal fehlt noch. Den holen wir uns gleich noch. Die Nattern sind, glaube ich, auch alle drin. Die Spinne ist drin. Automatikhammer kann noch rein. Das ist nichts wert. Da habe ich schon eins drin. Das will auch keiner. Sack voller Spinnen. Auch keine Lust jetzt gerade drauf. Das ist alles drin. Bestickte Stiefel, weiß ich jetzt gerade nicht. Ach nee, ich habe alles. Ich weiß nicht, ob ich es rein habe. Ich nehme es mal schnell mit. Und das hier natürlich wieder auffüllen. Das ist gut weggegangen. Dann haben wir noch normale Schneebälle. Auktion 30 Silber pro Schneeball. Hm. Nee, keine Lust jetzt. Das nehmen wir jetzt. Ach so, nee, das ist lauter Transmog-Zeug hier. Da habe ich jetzt echt null Bock drauf. Null Bock habe ich auf das. Das ist auch alles drin. Gibt es gar nicht mehr so viel. Ach ja, die da kann ich mal noch mitnehmen. Ach nee, das waren auch die, die ich schon ewig rumziehe, glaube ich. Naja, probieren wir es einfach mal. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das schon rein habe oder nicht. Diese ganzen Bestickungsdinger da. Ich nehme die jetzt mal mit. Ja, das ist wieder das kaputte Item hier. Davon einen. Die Handschuhe. Bin mir gerade nicht mehr sicher, welche ich reingestellt habe. Das ist drin, das ist auch drin. Das ist drin, ist drin. Den Hai. Kann ich mich gerade nicht daran erinnern, den gesehen zu haben. Nehme ich mit. Ein Senegal noch, das ist drin. Winter auch Eierflip. Oh Gott, habe ich da viele. Das ist ja echt übel. Das ist schon ein bisschen viel. So, das ist hier alles drin. Ancona Huhn, dreifarbige Katze. Da habe ich nochmal so ein Ding. Das legen wir mal damit her. So, jetzt habe ich das durcheinander gebracht. Das kommt aber jetzt wieder damit rein. Das muss hier alles seine Ordnung haben, ja, weil sonst findet man hier nie wieder irgendwas. Das habe ich hier alles reingeschmissen schnell, weil ich einkaufen wollte, glaube ich. Den Glutwellpen habe ich auch schon drin. Die Dinger will auch keiner haben da. Ist auch drin. Braucht man jetzt nicht. Nee. Da ist nirgends was, was noch rein kann. Nee. Dann sieht es so aus, als hätte ich schon alles. Gut, aber jetzt fehlen mir aber schon noch ein paar Items. Schau mal schnell in mein Büchlein nach. Ja. Ja, mir fehlen jetzt noch aus dem Nethersturm die Pets. Da müsste ich aber mit meinem Main wahrscheinlich hin. Aber ich könnte es jetzt mal ausprobieren, ob es mit dem klappt. Und vom Dunkelmond Jahrmarkt diesen bescheuerten Baumfrosch. Wo ich jetzt aber erst Quest machen muss. Wo ich jetzt auch echt keine Lust habe. Der Dunkelmond-Jahrmarkt endet heute oder hat schon geendet, ich bin mir nicht sicher. Und der Rest ist halt dann alles Ali-Zeugs. Da könnte man aber mal schnell bei der Ali-Seite einloggen und mal ganz kurz im Auktionshaus schauen, ob vielleicht eh günstig irgendwas drin ist zum Kaufen. Ich weiß nicht. Und ich bin mir gerade ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob das überhaupt noch geht, dass man mit dem Twink was rauskauft überhaupt. Ich weiß, dass das mal gegangen. Nee, ich weiß, dass es mal nicht gegangen ist, ja. Und ich glaube aber, es ging auch mal. Bin mir echt nicht mehr sicher. Das könnte ich mal ganz kurz gucken. Schau ich einfach mal schnell.
So. Okay, das war schon die ganze Zeit so. Da mache ich nicht mit, ja. Das ist viel zu günstig und Einstellungsgebühr ist viel zu teuer, als dass ich da jetzt mitgehen würde. Und auch mit Preis hochschrauben hat es überhaupt keinen Sinn, weil das Einstellen viel zu teuer ist. Nee, nee, das lassen wir mal. So, hier haben wir jetzt einen Senegal. Da können wir von mir aus mitgehen mit dem Preis, weil da gibt es ja genügende. Und die sind auch nicht teuer. Dieser Depp, der, ey. Ja gut, gehen wir halt auch mal mit, ne? Das habe ich gerade schon alles eingestellt. Automatikhammer. Ist ja mal richtig viel wert gerade. Das freut mich ja. Das freut mich. Und jetzt notiere ich mir auch mal, dass das nämlich auch eine Sache ist, die man einkaufen kann im Auktionshaus, wenn die günstig ist. Ja. Und dann wieder weiterverkaufen. Weil der Preis, der ist ja echt richtig gut. Und wenn hier mal der Preis sinkt, dann kann man die billig einkaufen und teuer wieder weiterverkaufen. Ja, das habe ich früher auch mal gemacht. Ich habe alle Items, die fürs Raiden sind und so, Buffwood halt und Flask, habe ich eingekauft, wenn die günstig waren. Meistens halt an Nicht-Raid-Tagen, so gegen Ende der Raid-Woche. Und alles aufgekauft einfach, ja, komplett leer gekauft, das Auktionshaus, und dann direkt wieder eingestellt zum doppelten, dreifachen Preis und so. Also das funktioniert auch super gut und ja, ist ein bisschen fies, aber macht halt Spaß. Also es ist lustig und effektiv. So, Automatikhammer, da machen wir mal wieder nur drei und die tue ich mir, Moment, ich tue mir die erstmal auf die Einkaufsliste drauf. Wie geht denn das jetzt hier? Wie funktioniert das mit diesen Einkaufslisten? Hier Automatikhammer. Genau. Und jetzt kann ich doch da eingeben. Neue Liste. Die nennen wir jetzt mal einfach Zeug. Und jetzt, wie tue ich denn das jetzt da drauf? Ich will es ja nicht kaufen. Ich will es ja nur da drauf, genau, zur Liste hinzufügen. So, und jetzt ist es da drauf. Und jetzt weiß ich, dass das ein Item ist, was ich einkaufen könnte. Aber kann man hier jetzt nicht noch einen Preis eingeben? Eigentlich müsste, ah, hier, Preis, Min und Max. Ich sag mal, Preis 1. Minimum und Maxpreis machen wir mal einfach 59 und ich weiß jetzt nicht, ob das so funktioniert. Ja, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus mit Einkaufslisten, aber ich probiere es mal. Ja, und jetzt ist es jetzt gespeichert oder was? Ach so, und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann zeigt es mir Items an, wenn die in dieser Preiskategorie drin sind, scheinbar. Ja, das ist doch super. Das finde ich wunderbar. Jetzt würde mich mal interessieren, was denn die aktuellen Flask sind. Ja? Wenn da jemand einen Plan hat, also aktuell für aktuelle Raids in Dragon Flight oder wie das jetzt heißt, ich hab's nicht, ne, das aktuelle Addon, aber ist ja egal. Ich will bloß die Flask kaufen und wieder verkaufen. Also wenn mir jemand sagen kann, wie da die Flask heißen, wäre super, wenn man mir das sagen könnte, weil dann könnte ich da nämlich auch gucken. Jetzt schreibe ich mir noch ganz schnell in mein Büchlein auf meine Einkaufsliste, ja? Einkaufsliste. Raid-Zeugs. Weil damit kann man auch echt richtig gut Gold machen. Das weiß ich nämlich noch, dass ich damit eigentlich das meiste Gold gemacht habe. Gar nicht mal mit den Pets und so, sondern tatsächlich mit diesen ganzen Raid-Sachen. Flask und Buffwood war das. Hauptsächlich Flask.
Also, da schreibt man mal den Automatikhammer drauf. So, und der Preis dafür ist ja im Moment, also hier haben wir ja die Preisentwicklung, ja, 225, und jetzt ist es halt abgesunken. Mal schauen, ob es noch weiter sinkt. Ich schätze mal schon, weil hier halt ziemlich viele drin sind. Und wenn es noch weiter runter sinkt, dann kann man nämlich diese günstigen aufkaufen und teurer wieder reinstellen. Und das Einstellen selber kostet ja auch echt nicht viel. Von dem her ist es eigentlich echt super. Also ich schreibe mir mal jetzt hier den Preis auf. Den hohen Preis hier, für wie viel habe ich es denn verkauft? Für 200 drin gehabt, ja? Ja, ob ich es verkauft habe, weiß ich jetzt ja nicht, ja? Keine Ahnung, weil zeigt es mir ja leider nicht an. Also das, ich würde es echt gern wissen. Wenn da jemand noch einen Plan hat, ob man sich das hier anzeigen lassen kann, ich bin mir echt sicher, das hat es mal angezeigt. Und eigentlich hat es früher auch immer angezeigt, so in verschiedenen Farben, rot, orange und grün, oder zumindest rot und grün, ob der Preis jetzt für das Item hoch ist oder eher niedrig. Naja, egal, jetzt schreiben wir mal auf hier die 225. Und ich habe auf jeden Fall ja vorhin welche verkauft, das habe ich ja im Postfach drin gehabt. So, und jetzt machen wir hier halt, da müssen wir nichts machen, sondern da. Und ich tue 3 Stück rein. Und dann beobachten wir das Ganze mal weiter. So. Das ist doch schön. Und dann haben wir hier noch bestickten Hut. Ach, da habe ich schon einen drin, okay. Dann haben wir hier, habe ich das eigentlich schon aufgeschrieben, diese Verzauberrezepte. Die schreiben wir auch noch auf. Naturschutztrank habe ich drin. Ah ja, Verzauberrezepte. Da gibt es echt mehrere. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das waren, aber das waren etliche, was da alles drin ist. Die ganzen da. 1, 2, da waren noch mehr. Okay, also. Bestickter Hut. Ah ja, den habe ich nicht. Also den habe ich drin und den nicht. Da machen wir jetzt mal mit. Das finde ich doch schön. Und dann noch diese Armschienen. Kann man auch mitmachen. Und den Gürtel. Das ist kein schöner Preis hier. Das gefällt mir nicht. Also hier kann man sich auch überlegen, die billigen hier aufkaufen. Das sind ja nur 3 Stück. Und teurer wieder reintun. Geh jetzt einmal hier mit. Moment, ich will hier noch. Achso, ich hatte es noch gar nicht drin. Ja, okay. Ja, hier sieht man halt auch wieder, Preise sinken. Ja, hier war ja voll billig. Dann war es teuer und naja, wohl die Preise sind gestiegen und jetzt wieder gesunken. Naja, geh mal einmal mit und dann schauen wir mal weiter. Ja, diese depperten Rosen, die lassen wir. Das ist schon drin. Das ist nicht drin. Das ist mir aber zu billig. Ah ja, das waren die, die zu billig waren. So, und die... Ach nee, oder? Jetzt macht hier jemand voll die Preise kaputt. Was soll das denn hier? Nicht die Preise kaputt machen. Ich habe das für über 1000 verkauft. Da könnt ihr das doch nicht für 399 reintun. Das geht doch gar nicht. Was macht ihr denn? Nee, 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 nee. Da treibt man jetzt auch mal ganz gewaltig den Preis wieder nach oben, weil so geht es ja nicht, ja? Also wirklich. So, das war's. Nichts mehr da. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz schauen, ob ich nach Nedersturm komme mit dem Char hier. Ansonsten habe ich jetzt alles... Hier alles eingekauft. Jetzt kann ich nochmal nach einem Schwadronneurshemd schnell schauen, wenn ich eh schon da bin. Also hier sind die Kochrezepte, ne? Da habe ich ja jetzt noch ein paar auf Vorrat und da ist der Typ mit den, ne, gibt es keins, mit den Nymphensittichen. Ich glaube, es ist 1 Stunde. Kann aber auch sein, dass es 12 Stunden sind. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall dauert es ein bisschen, bis das wieder aufgefüllt ist, ja? Und hier gibt es jetzt auf jeden Fall nichts mehr. Ah, da gibt's was. Aha.
Da ist wieder was da. Hat sich doch gelohnt, nochmal nachzuschauen. Hier ist nichts. Und davon kann man auch nur eins kaufen, oder was? Das rentiert sich aber wahrscheinlich nicht, das zu... Wobei, ich habe nicht mal geguckt. Das könnte man doch mal nachschauen. Weil die auch nur einmal verfügbar sind. Da schaue ich jetzt mal schnell nach. Ob das sich einstellen lässt, hier dieses Zeug. Und aber ganz kurz noch einen Scan schnell machen. So, dann gehen wir noch ganz, ganz schnell nach Niedersturm. Wie lange bin ich denn jetzt schon da? Schon fast eine Stunde, ne? Hier sehe ich, 55 Minuten. Okay, ein bisschen habe ich noch, ja? Bin nicht so arg lang heute. Ich habe heute noch ganz viel anderes Zeug vor. Und ja, auf jeden Fall gehen wir noch schnell mal schauen, ob ich mit diesem Char nach Niedersturm komme und da einkaufen kann. Wenn nicht, dann mache ich das am Montag mit dem Twink, mit dem Lane Char meine ich. Und ja, Dunkelmond-Jahrmarkt, boah, nee, weiß ich nicht. Kann ich auch mal ganz kurz mit dem Main gucken, wenn ich da diese blöde Quest abbreche, ob ich dann einkaufen kann oder ob man trotzdem noch diese Dunkelmond-Quest-Dinger machen muss. Die normalen, regulären Event-Quests. Das könnte ich mal ganz kurz ausprobieren. Ach nee, wobei Bock habe ich eigentlich nicht, ja. Eigentlich keine Lust. So, schauen wir mal. Okay, also das ist nichts wert, ja. Das hier einzustellen, jetzt zu kaufen, war voll sinnlos. Das war Schwachsinn. Aber gut, da gehen wir halt... Wieso kann man hier eigentlich kein Kupfer mehr? Wieso kann man nicht mehr Kupfer eingeben? Nur noch Silber. Gibt es keinen Kupfer mehr oder was? Doch, gibt es noch, aber ich kann es nicht hier eingeben. Blöd. Finde ich doof. Stehe ich auch nicht, was es soll. Weil hier, wenn man so halt anfängt, ja, mit Auktionshaus-Trading, dann hat man ja am Anfang, wenn man kein Gold hat, wenn man nichts hat einfach, wenn man ganz frisch in WoW ist und gar nichts hat und nichts kann und auf Level 1 anfängt, dann findet man ja nur so Items in diesem Bereich. Die so Crap-Zeug, was man halt so findet. Und dann muss man ja wirklich auf jeden Cent bzw. auf jedes Kupfer achten. So habe ich jedenfalls angefangen. Aber geht nicht. Okay, ja, dann müssen wir halt drei machen. Und da tun wir jetzt das halt rein. Mein Gott. Ja, ich weiß, dass das so niedrig aussieht, aber so ist es halt nun mal drin. Man kann nichts machen. Ich stelle es jetzt für 3 Silber ein und zahle 1 Silber dafür. So Schwachsinn. Nee, ich mache nur 12. Das ist genau dasselbe. Naja, dann machen wir halt 4. Ja, ist niedrig, weiß ich. Boah, für 1 369.000. Was sollte das denn? Jetzt komm, weg damit. Dann haben wir noch das. Ja, das ist alles nichts wert. Das ist ein Versuch war es wert, ja. Könnte man jetzt eigentlich genauso gut beim Händler verkaufen. Aber gut. Ach, das schaut aber schon ein wenig besser aus. Ach, da kaufe ich doch gleich noch ein paar. Sonst vergesse ich nämlich, dass das sich gut verkaufen lässt. Dann machen wir noch mal eine neue Liste, Einkaufsliste vom Händler. Einkaufsliste Händlerzeugs. Crap. Händler-Crap-Zeug. Also das hier kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Eine Bronzeröhre. Die kostet vom Händler gekauft für 8 Silber. Einkaufspreis ist 8 Silber und Verkaufspreis ist nämlich 7,36. Und das ist echt okay. Das ist in Ordnung, da kann ich mir noch ein paar holen. Ah ja, der hat da aber nur eins gehabt, ne? Naja, egal. Das tun wir jetzt auf jeden Fall mal da rein. So. Und dann haben wir noch das hier. Bronzegerüst. Das schaut doch auch ganz gut aus. Gekauft für 24 Silber. Ja.
Und verkauft für 14 Gold. Das ist doch echt okay. Kann man machen. So. Naja. Es gibt halt nicht viel, ja, aber das ist vor allem, wenn man gerade am Anfang ist und selber halt auch nicht viel Gold hat, sodass man jetzt großartig Zeug einkaufen könnte, kann man mit so kleinem Zeugs einfach mal anfangen und sich so langsam hocharbeiten. Also hier haben wir jetzt noch diese Pläne. Oh ja, das ist auch ganz okay, ne? Die gab es jetzt auch hier bei der Händlerin eingekauft für, na, wo haben wir es? Vom Händler gekauft für, oh, steht kein Preis da. Naja, auf jeden Fall hat es nicht viel gekostet gerade. Und das kann man auf jeden Fall machen. So, gut. Schön. Jetzt möchte ich aber trotzdem mal ganz gerne nach Nedersturm gehen und mich da mal ein bisschen umschauen. Die Sachen lassen wir jetzt mal drin. Also dann teleportiere ich jetzt einfach mal schnell nach Schattrad und fliege da mal hin und dann sehen wir schon, ob ich da hinkomme oder nicht. Ja, wenn nicht, dann muss es wie gesagt der Manager machen. Der kann auf jeden Fall dahin. Das weiß ich ganz sicher. So, und dann machen wir jetzt noch eine neue Liste und ich muss mal schauen. Ich krieg schon wieder hier ein klein wenig Chaos rein, weil ich mir keine Preise dazu schreibe. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. So, hier ist Nedersturm. Entdeckt habe ich auf jeden Fall schon alles, so wie es ausschaut. Dann scheine ich ja da schon mal gewesen zu sein. So, und ich muss hier hin. Ja, da gibt es diese Pads zu kaufen. Gut, dann tun wir das doch mal. Gehen wir einfach mal dahin und schauen uns mal um. Gut, einmal die Richtung justieren. Da, ach so, nee, da kann ich jetzt so nicht hinfliegen. Das dauert ja ewig. Also können schon, ja, man kann so entlang fliegen, aber das ist mir jetzt echt ein wenig zu doof. Da nehme ich doch dann lieber mal einen Flugmount. Nach Area 52 oder Sturmsäule. Oder hier. Kosmozang. Hier ist ja kein Flugpunkt, oder? Glaub nicht. Nach Kosmozang fliege ich jetzt mal. Wo ist denn hier der nächste Flugmeister eigentlich? Hab ich überhaupt gar keine Ahnung mehr, wo der ist, ja? Da frage ich hier mal nach. Dann werden wir es schon rausfinden. So. Ein Flugmeister bitte mal anzeigen. Ja, und wo? Östlich des Stadtzentrums. Ah, hier. Gut. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob es hier was zu kaufen gibt. Keine Ahnung. Wobei, ich glaube, hier bei den Fraktionen Seer und Aldor, da kann man, glaube ich, auch ein paar. Ah, ja, da war der. Da kann man, glaube ich, auch ein paar Rezepte oder so kaufen. Nein, ich will jetzt keine Quest machen. So, da oben muss ich hin. Es ist schon ziemlich weit. Naja, egal. Es wird jetzt eine Weile dauern. Aber ist mir jetzt vorbei, da kann ich eigentlich auch direkt selber fliegen, oder? Ach komm, ich flieg selber. Was soll's? Ob ich jetzt auf so einem Debat Mount mich kutschieren lasse oder selber fliegen? Fliegen wir einmal hier schön, hier drüber. Hier war ich ewig, weiß ich, unterwegs, ja. Zangarm Marschen. Ja, ihr wisst schon. Deshalb. Da gibt es nämlich hier um diesen See herum, der da, da kann man nämlich Glühwürmchen einfangen. Da war ich ewig unterwegs, weiß ich noch. Also Pet halt wieder, ne? Glühwürmchen. Und ich habe ewig darum getan. Ich weiß nicht, ob da so wenig Glühwürmchen da waren oder ob ich nur so lange rumgetan habe, weil ich es unbedingt auf Rare wollte. Ja, ich weiß es noch. Aber ich weiß noch, dass ich da ewig war und irgendwas habe ich da auch gefarmt. Hier für Ruf irgendwas wahrscheinlich. Und bin 100.000 Mal immer um diesen scheiß See herum. Und es war so
nervig und langweilig, ja. Weiß echt nicht mehr genau, was das war. Aber ich habe durchgehalten, auch wenn es nervig war. Scherbenwald finde ich übrigens auch richtig schön. Gefällt mir voll gut von der Landschaft und so, am liebsten hier Nagrand. Da ist alles so schön grün und mit Wasser und so. Gefällt mir echt richtig gut. Und das Gebiet hier ist auch okay. Was mir nicht so gefällt, ist die Höllenfeuer. Halbinsel, die ist so rot irgendwie. Macht mich das ein bisschen nervös. Diese rote Farbe. Und da ist auch ganz schön eigentlich. Hier war auch irgendwas. Da bin ich auch lange, lange rumgelaufen für irgendwas. Ich weiß auch nicht mehr was. Wow, ich habe was entdeckt. Juhu, juhu. Oh Gott. Ja, hier kann ich auch noch ganz viel questen, aber gut, hier. Dieser Twink hier, der questet nichts. Das kann der Mancher, der muss alles abquesten, auf jeden Fall. So, jetzt können wir eigentlich schon einmal so ein bisschen nach rechts schwenken und dann darüber. Und dann sind wir eh schon bald da. Also hier müssen wir hin. Naja, das ist voll Quatsch hier mit dem Flugmeister zu fliegen. Man kann auch selber dahin fliegen. Naja, also je nach Belieben halt. Ja, manche mögen überhaupt nicht selber fliegen, ich schon. Na klar, man kann dann die Zeit nutzen und so lange aufs Klo gehen, sich was zu trinken holen, bla bla bla. Das kann ich jetzt halt nicht, weil ich immer ein bisschen die Richtung korrigieren muss. Aber wenn ich sowieso hier bleibe und nirgendwo hin will, dann kann ich auch selber fliegen, finde ich. Und ab und zu mal noch was unterwegs entdecken, wo ich mir denke, ah, Moment mal, da muss ich mal ganz kurzen Zwischenstopp einlegen und schnell mal dahin gehen und gucken. Also ich bin ja auch so ein Entdecker. Ich mag das einfach. Es macht mir auch Spaß, hier alles zu entdecken und selber einfach mich umzugucken. So, sind wir gleich da. Die Gegend hier gefällt mir nicht so gut. Die ist so komisch einfach, ja. Da ist alles so lila und so. Ich weiß nicht. Also ich finde wirklich hier Nagrand, das ist so richtig von der Grafik, hier von der Landschaft und allem, das ist so richtig beruhigend irgendwie. Ich mag es jedenfalls echt gerne. So, jetzt bin ich mal gespannt, ja? Oh oh. Ah ne. Das sind ganz normale. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Hier sind viele Kräuter auf jeden Fall. Ja, den Twink hier level ich ja hoch mit Kräutern. Ich sehe jetzt aber hier halt nichts, wo ich irgendwas einkaufen könnte. Weil normalerweise müssten die jetzt da irgendwelche Leute rumstehen und ich müsste was einkaufen können. Ich schaue jetzt nochmal schnell nach auf WoW Head, ob das auch wirklich da war, ja. Nicht, dass ich mich jetzt irgendwie vertue und es war gar nicht hier. Aber ich glaube schon. Blaues Mottenei gibt es da zum Beispiel. Blaues Mottenei, da ist es. So. Ach nee, hä? Das ist bei. Ah, nein, nein, nein. Ich habe das verwechselt. Das blaue Mottenei, das ist gar nicht hier, sondern das ist bei den Exo da. Kann man bei den Exo da kaufen? Und in Suldasa. Das ist nicht das. Ich habe jetzt nicht das Mottenei gemeint, sondern das Grafenfalkenjunge. Das gelbe, das blaue Mottenei, das habe ich schon aufgelistet. Da gibt es auch noch das weiße und das gelbe. Und das gibt es bei den Exo da. Also da muss man dann mit Ali hin. Und in Suldasa gibt es das anscheinend auch. Mal schnell schauen. Suldasa. Das kann ich mir mal da noch dazu schreiben bei Nessing Varys Posten in der Nähe. Dass es das da nämlich auch gibt. Okay, aber hier möchte ich jetzt das
Ah ja, und hier gibt es das rote Mottenei, genau. Und das blaue Drachenfalkenjunge, so war das. Aber ich sehe halt hier jetzt gerade jedenfalls nichts. Blaues Drachenfalkenjunge, genau, das will ich haben. So, zeig mir mal an, wo das genau ist. Ah ja, okay, ich habe mich tatsächlich vertan. Es ist gar nicht in der Bio, wie heißt das Ding, wo ich gerade bin? Biokuppel Mittelreich, sondern es ist bei Sturmsäule. Na gut, ich habe mich also vertan. Wir müssen dahin. Okay. Dann fliegen wir doch mal schnell darüber und schaue ich mal, ob ich dann da einkaufen darf, sozusagen. Na? Muss mal ein bisschen hoch. Oh nee, bitte nicht irgendwo drin verfangen. So, und jetzt? Bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Doch, ich kann einkaufen. Konsortium ist das hier. Okay, hier haben wir jetzt auch noch ganz viele Vorlagen für Juwelierskunst. Das sind, ah ja, und die kann man eben nur kaufen, wenn man hier einen gewissen Ruf hat. Und diese bringt aber auch sowieso nichts, das zu kaufen, weil das Zeug hier alles beim Aufheben gebunden wird, ja. Das hat also überhaupt keinen Sinn. Ja, das bringt nichts. Jetzt schaue ich mal. Das will ich jetzt ja auch hier gar nicht, sondern ich möchte ja bloß diese Pads. Da müssen wir jetzt mal durchgucken. Wie heißt denn der Typ, der das hat? Oh nee, nein, nein, nein. Händler Raschat heißt der. Händler Raschat und der. Oh Gott, der. Ah, der hat ja noch mehr Sachen. Ich habe ja noch ganz vieles Zeug vergessen. Der hat ja auch noch. Kakerlake von Unterstadt, die kann man natürlich auch in Unterstadt kaufen. Und noch einen Mana-Würmling. Also da gibt es noch mehr. Die schreibe ich, ach, den Mana-Würmling hab ich aber drauf. Und noch diese Kakerlake, ja. Ah, da muss ich mir jetzt eh sowieso neue Notizen gleich machen, weil es hier riesen Chaos schon ist. Katzentransport kommt hier. Katze habe ich. Senegal gibt es hier die Natter nochmal, die rote. Die gibt es aber auch in OG. Mana-Wirbling habe ich drauf. Hasenkäfig braun habe ich auch. Rotes Mottenei habe ich. Und das blaue Drachenfalkenjunge. Also der hat 2, 4, 6, 8 Pets. Drei davon gibt es aber auch nochmal woanders. Ja. Genau, und jetzt gucken wir mal, wo der genau steht. Der steht bei 43,35 und wo bin ich? Ah ja, dann ist der da gleich irgendwo. Da ist er doch. Hier. Jetzt muss ich einmal schnell schauen, was gibt es hier noch so Tolles. Teufelsgras, braucht man das für irgendwas? Ja, auch hier kaufe ich einfach mal die Sachen ein. Achso, das sind Kräuter, die kann man aber auch so formen. Nee, dann braucht man es nicht kaufen. Also nicht, dass ich wüsste, dass es die nicht auch so zu formen gäbe, ja. Was ist das? Ja, eine Tasche mit 14 Plätzen. Angeblich 9.800 wert. 12 im Einkauf. Dann kaufe ich doch mal zwei und schau einfach mal. Und hier eine Tasche mit 12 Plätzen. Wir schauen einfach mal, ob das jemand kauft, ja. Will ich mal schauen. Ach so, ach ja, schaut mal. Wunderbar. Hier kann ich jetzt diese ganzen Pads einkaufen. Sogar hier mit diesem Char auch. Das ist doch ganz fantastisch. Brauche ich also keinen Ruf dafür. Jetzt sieht man halt wieder, hier sind wieder ein paar dabei, die teurer sind. Dieser Mana-Würmling zum Beispiel, 40 Gold, ja. Hier muss man halt dann wieder schauen, ob es sich rentiert.
Was ist das? Ach, das sind Kräuter oder was? Nee, ist so Abenteurertafel. Keine Ahnung, was das ist. Rotes Mottenei, 10 Gold. Und das blaue Drachenfalkenjunge kostet auch 10. Und auch dieser Hase. Die anderen sind günstig, ja. Also die gibt's aber auch in OG. Die brauche ich jetzt hier nicht kaufen. Da habe ich schon einen riesen Vorrat. Die Kakerlake gibt es auch in Unterstadt. Da habe ich aber gerade keine. Weil in Unterstadt war ich noch nicht shoppen. 2, 4, 6, 8. Kaufe ich mal ein paar. Den habe ich schon in Beutebucht gekauft. Siamkatze, also die gibt es, soweit ich weiß, nur hier. Da kaufe ich mal einen Schwung. Zu viel kann ich aber auch nicht, weil ich habe nämlich gar keinen Platz mehr. Kakerlaken habe ich schon. Hasenkäfig brauchen wir auch. Ja, davon nehme ich auf jeden Fall auch 6 Stück. Und hiervon auch 6 Stück und davon noch. Gut, jetzt schaue ich mal, ob es hier sonst noch irgendwas Interessantes gibt. Also Rezepte kann man hier nur mit Ruf kaufen. Pets gehen auch ohne Ruf. Es ist 13.13 Uhr. Aha. Okay, also um halb spätestens gehe ich dann mal wieder was anderes machen. Ich möchte noch ein bisschen schreiben heute und noch ein bisschen zeichnen. Ich habe da eine Zeichnung angefangen und die möchte ich gerne fertig haben. Und ja, jetzt schreibe ich mir einmal auf, also wo sind wir jetzt hier? Sturmsäule im Nedersturm. Nedersturm in... Genau, und hier gibt es Papagei Senegal. Der kostet 40 Silber. Ich schreibe mir jetzt immer dazu, wie viel das alles im Einkauf kostet, ja? Weil damit ich dann halt auch am Plan habe, ob sich das überhaupt rentiert, das einzukaufen. Das macht ja sonst keinen Sinn, wenn man irgendwas einkauft hier en masse und man kriegt dafür nichts Gescheites. Also dafür fliege ich auch nicht extra da umeinander. Dann gibt es einmal die Kakerlake aus Unterstadt. Aus UC, Under City. Und dann den Siamkatze. Siamkatze und die rote Natter. Hier gibt es aber auch in Beutebo, in OG. Da schreibe ich auch mal dazu, dass sie auch noch woanders gibt, ne? Damit ich das dann noch weiß. Sollte ich wieder 5 Jahre Pause machen, kann ich nachschauen und weiß es dann wenigstens gleich wieder. So ein bisschen strukturierter jetzt, strukturierter als davor. Dann gibt es hier den braunen Hasen. Es gibt nämlich auch noch einen Schneehasen. Und den gibt es aber nämlich in Dings. Ali-Seite, glaube ich. Ja, genau, der ist auf Ali-Seite. Dann haben wir noch das blaue Drachenfalke. Der kostet 18 Gold. Und dann noch das rote Mottenei für 10. Und den teuren Mana-Würmling für 40 Gold. Na gut, okay. Dann haben wir jetzt alles. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz, ob es hier irgendwas Spannendes sonst noch zum Einkaufen gibt für mich. Hier gibt es bloß Zeug, was man überall anders auch bekommt. Löschpulver, nö. Braucht man auch nicht. Juwelierslehrer. Was ist hier noch für einer? War ich gerade da schon oder nicht? Nee. Nichts Interessantes. So, schauen wir da mal. Verzauberkunst.
große Kirinimagie-Essenz. Bringt das vielleicht was, das zu verkaufen? Und seltsamer Staub. Weiß ich halt echt nicht mehr, für was das alles war. Ah, stimmt. Man kann ja als VZ die VZs auf dieses Pergament machen und sie dann ins Auktionshaus stellen. Ah, das habe ich auch nicht mehr gewusst, zum Beispiel. Das ist auch eventuell interessant zum Traden und Gold machen. Hier sind ein paar Dinge. Kann ich die jetzt hier kaufen? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, kaufen kann ich's. Nur nicht benutzen, das ist ja aber egal. Und da versuchen wir auch mal, ob man das im Auktionshaus gewinnbringend verkaufen kann. Ja? Kann ich mir schon vorstellen, dass das gut funktioniert, weil hier kommt jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder her. Oh, hier sind noch ein paar. Ach so, das sind dieselben. Ne? Schwaches Zoll, Mannaöl. Ja, das sind dieselben nochmal. Ja. Gut. Eh kein Platz mehr jetzt. Was gibt's hier noch Interessantes? Glaub nix. Glaub nicht, dass man das irgendwie sinnvoll weiterverkaufen kann. Okay. Nee, da ist jetzt nichts mehr. Jetzt habe ich einen einzigen Platz noch. Was nehmen wir denn da noch? Nix. Den lassen wir jetzt einfach so, wie der ist. Hier war ich ja auch schon, oder? Da hinten war ich aber noch nicht. Dann gehen wir da noch mal schnell schauen. Hier sind noch mehr Sachen, Sachen. Es gibt so viele Sachen. So, und es ist halt jetzt schon so, dass eben die meisten Leute nicht so Bock haben, da überall herumzugondeln und sich dieses Zeugs einzusammeln. Ja, und das mache halt dann ich. Da haben wir noch was. Rarfschichter, genau. Eine Formelwaffe Scharfrichter. Das kann man auch noch probieren. Ob das geht. Ob sich das rentiert. Ja, da gibt es echt einiges hier einzukaufen. Muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Und da drinnen war jetzt auch noch jemand. Da gucken wir mal da noch schnell. Was ist jetzt das für ein Ding? Ach so. Nee, 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 das weiß ich schon, was das ist. Brauche ich nicht. Was hat der noch? Nix. Gescheit. Nö. Ja gut, okay. Dann war's das. Alle Plätze voll. Ich brauche wirklich doch nochmal die größeren Taschen, glaube ich. Und ich werde mal jetzt zurückgehen. Wo geht man hin? Geht man nach OG, oder? Was gibt es denn eigentlich alles noch? Tal der Blüten. Oh Gott, es gibt noch so viel einzusammeln. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch ausschreiben, was ich jetzt alles noch eingekauft habe, außer den ganzen Pads. Und zwar gab es jetzt da noch VZ-Rezepte. Ein paar. Und was habe ich noch hier? Schneider-Rezept. Und ein paar Taschen. Ich glaube, ja, das mit den Kräutern ist, glaube ich, deppert. Das kann man auch so sammeln. Verstehe ich auch nicht ganz, warum das jemand kaufen wollen wird. Aber egal. Ein paar Taschen gibt es noch. 12 und 14 Platz. Ist jetzt nicht der Hit, ja. Aber wenn jemand neu ist in-game oder so und braucht eine Tasche, ja, keine Ahnung, wo gibt es das, keine Lust zu suchen, kann nichts herstellen, was weiß ich. Auktionshaus auf. Tasche gekauft. Fertig. So. Dann haben wir, glaube ich, alles jetzt, oder? Ja, das war's. Gut, ich teleportiere. Irgendwie kann ich heute nicht gut reden. Und das, wo ich heute nur mit meiner Stimme hier bin, na sowas. Heute verspreche ich mich die ganze Zeit. Ach, naja, okay. Also, ich gehe schnell nach OG und stelle das Zeug noch gar ein. Und dann werden wir mal sehen, ob es das bringt oder nicht. Mich interessieren jetzt tatsächlich vor allem diese Taschen.
und die jemand kauft. Und dann, na, jetzt leckt es hier, was soll das? Und dann bin ich durch für heute. Dann ist alles aufgefüllt, Geld zusammengekratzt, Gold zusammengesammelt, alles und fertig. So, also dann, lass uns mal gucken hier. Kakalake. Ja, der Preis ist okay, ne? Also frisch vom Händler für 4000 und schon hochgelevelt für 179. Tun wir das gleich mal rein. Kakalake hier. Ja. Machen wir einfach mal. Gehen wir mal mit dem Preis mit und schauen wir mal, was passiert. Aber nur eins natürlich. So, und dann haben wir hier diesen Mana-Würmling. Da ist überhaupt keiner drin. Zumindest keiner, der vom Händler. Ah, okay, hier haben wir einen. Ja, und hier halt auch wieder 40 Gold im Einkauf. Ja, rentiert sich nicht. Also ist für mich Quatsch. Kann sein, man kann ihn halt mittlerweile auch so einfangen oder was. Ich weiß es nicht. Aber zu diesem Preis werde ich den auf gar keinen Fall. Oh, 36 Gold kostet hier das Einstellen. Das ist natürlich heftig, ja. Da machen wir es doch nicht ganz so teuer. Machen wir mal, naja, ein bisschen kann man schon den Preis hochtreiben. Ach so, 6 Stück, okay. Das waren ja 6 Stück, aber auch hier kostet einer Einzelstellen 6 Gold. Dann machen wir einfach mal nur 24 Stunden und probieren es einmal aus. So, dann haben wir hier den Hase, den braunen Hase. Da ist tatsächlich überhaupt gar keiner drin. Also das ist natürlich wunderbar für mich. Preisentwicklung für 4.900. Das ist krass. Naja, lasst uns einfach mal versuchen. Probieren wir es einfach mal aus. Machen wir mal 4.899. Da bin ich mal gespannt. Hier kostet auch das Einstellen ein bisschen mehr, ist aber egal. Geht schon noch. Ein rotes Mottenei. Oh Gott, habe ich jetzt... Nee, ich habe nur eins. Ja, Gott sei Dank. 1.000 Gold. Und gibt es auch schon ein fertiges? Nee. Okay. Dann machen wir hier einfach mal 999. Und auch hier mal einfach ausprobieren. Dann haben wir noch... wo bin ich denn jetzt? Blaues Darmfalknöl. Okay. Jetzt bin ich schon so lange hier am Rumwursteln, hätte ich doch live gehen können. Eigentlich wollte ich nur schnell eine halbe Stunde. Ja, jetzt sind es doch wieder 1,5 Stunden. Also das ist echt furchtbar. 222. Gut. Nee, das da war's. 222, aber die vom Händler sind teurer. Ja, okay, dann gehen wir jetzt erst einmal da schnell mit und schauen mal. Ja, Katze. Die ist auch ganz schön teuer. Da gehen wir mal einfach mit dem Preis und gucken mal, was passiert. Oh, da ist das Einstellen auch nicht so teuer. So, und jetzt gehe ich aber tatsächlich mal offline, weil sonst komme ich zu nichts anderem mehr. Und den Rest machen wir dann miteinander am Montag. Ja, und das Video lade ich euch gleich hoch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gucken und heute einfach nur ja, Video und ohne Kamera und naja, viel Spaß dabei und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss!